Ich glaube, dass Frankfurt in dieser Saison bisher nur positive Dinge erlebt hat und überrascht hat. Und viele haben eben ja, das nicht erwartet, dass sie so einen Fußball aufzeigen können und dass sie so spielen können. Sie haben, habe ich vorhin ja schon am Anfang erzählt gehabt, sehr, sehr frisch sind sie aufgetreten und sie haben offensiv viel bewegt, schnell umgesetzt, ist eine sehr lauffreudige Mannschaft und sehr einsatzfreudige Mannschaft. Und es sind noch ein paar junge Burschen drin, die eben auch sich beweisen wollen, die sich in der Liga einfach auch einen Namen machen wollen und und. Also ich glaube, da ist eine gute Truppe wirklich vorhanden und die, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht gewonnen haben, letzte Partie, und dass sie trotzdem gutes Selbstbewusstsein haben und dass sie wissen, dass sie eine hervorragende Situation schon mal herausgespielt haben und dass sie auch mit der Situation, glaube ich, sehr gut umgehen können. Deshalb haben sie, glaube ich, eine sehr positive Einstellung. Es ist, wie gesagt, eine Mannschaft, die fußballerisch einiges aufbieten kann, die sehr schnell umschaltet, nach Ballgewinn schnell in die Spitze geht, den Abschluss sucht. Und darauf müssen wir gefasst sein.